Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme, was kommt am 20. Oktober 2020. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus der indischen Mythologie. Chandra, der Mond, verliebt sich an Rohini. Rohini symbolisiert die Morgenröte. Der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du solltest ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Die Liebling ist natürlich Rohini. Und Yeshta ist die älteste von den Geschwistern. Und jeder bewundert sie, weil sie ist weise. Und diese Weisheit spüren wir im heutigen Tag, weil Mond befindet sich im Mondhaus Yeshta, die älteste von den Geschwistern. Dieses Mondhaus steht mit Indra in Verbindung. Indra ist die höchste Gottheit in indischen Mythologie, so ähnlich wie bei uns Zeus. Indra steht mit seinen Gebrüdern in Verbindung. Eine ist Agni, der Feuergott. Diese Agni hat gestern schon gewirkt bei Mondhaus Vishaka auch. Und die anderen Brüder heißt Vayu. Und Vayu ist der Gott der Windes oder Gott den Atem und hat eine reinigende Wirkung. Allerdings Agni auch mit diesem Feuerelement. Das heißt, die heutige Mondhaus bringt uns Vorteile. Wir treffen weise Entscheidungen oder bekommen wir Anerkennung und dieser Wind schenkt uns die Leichtigkeit. Mond erreicht heute die absteigende Mondknoten Ketu und aktiviert karmische Themen. Mit Ketu-Energie haben wir mit unserer Vergangenheit was zu tun und das wirkt auf unseren Gefühlen. Etwas löst aus. Mond steht eine gute Verbindung zum einen rückläufigen Mars. Und das heißt, die Männer spüren intensiv ihren Gefühlen und sie können es auch zeigen, weil sie öffnen sich. Das ist Harmonie. Mars steht aber zum ein Quadrat zum Jupiter und es bedeutet ja nichts übertreiben, weil in diesem Fall ziehen die Männer eher zurück. Jupiter hat auch anderen Wirkung und öffnet unserem Augen auf Ungerechtigkeiten und da stoßen die Männer an ihren eigenen Grenzen oder jemand anderes grenzt denen ein. Und damit haben die Männer gerade ein Problem. Bei einem oder anderen kann das eine rechtliche Lage sein. Mond werft ein Quadrataspekt auf Venus. Und das spüren wir Frauen. Etwas bringt uns aus der Ruhe. Zum Glück dauert es nicht lange, weil Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum Planeten und löst sich dieses Problem, löst sich dieses Quadrat auf. Und das war meine heutige Aufnahme. Was kommt? Am 20. Oktober 2020. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert.
Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.